Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und einen wunderschönen guten Morgen aus einem Freizeitpark, den ich schon häufiger besucht habe. Aktuell kann man es noch nicht so erkennen, vielleicht an der Umgebung, es liegt Laub auf dem Boden, es ist Gestrüpp am Parkrand und das heißt schon, hurra, ich bin im Film und heute geht's und morgen in den Moviepark Germany, ein Freizeitpark, den ich nicht immer wieder so gern Besuch, aber heute und morgen ihm jetzt doch mal wieder auch versuchen, eine Chance zu geben, weil ich finde, dass es hier doch ein paar ganz interessante Attraktionen gibt. Unter anderem die Studio-Tour von Helsing's Factory, die zwei Wasserattraktionen und natürlich auch Star Trek Operation Enterprise. Ich glaube, es wird heute ein vollerer Tag. Es ist der 21. September, eine Woche vorm Halloween Horrorfest. Ich hatte die Hoffnung, dass es deswegen ein bisschen ruhiger wird, aber ich erwarte jetzt einfach mal einen moderat gefüllten Tag. Und bin jetzt mal gespannt, was mich heute hier im Moviepark Germany erwartet und ob mich der Park vielleicht jetzt beim vierten Besuch mal überzeugen kann. Ja, ist immer so ein schwieriger Fall. Es gibt Parks, die mag ich mehr, es gibt Parks, die mag ich weniger. Aber ich versuche jetzt ein bisschen uneinvorgenommen hier ranzugehen und mich einfach mal treiben zu lassen. Und jetzt sehen wir uns gleich hier im Park. Ich bin im Moviepark, mir geht's nicht gut. Ja, Eingang schon wieder. Es tut mir halt echt leid, ey. Es gibt keine Anzeige. Jetzt hat man einen LED-Screen und es gibt keine Anzeige, wo die Leute mit dem Kinderwagen durch können. Dann stehen die Leute halt vor den Gates. Mitarbeiter sagen, ja, hier können wir nicht durch. Die Leute heben die Kinderwagen über die Gates, statt den LED-Screen für was zu nutzen, was sinnvoll ist. Wo man zeigt, Kinderwege, Eingänge, hierhin. Ja. Reg mich jetzt nicht auf, aber alles gut, jetzt geht die Opening Show los. Ja, nach der Opening Show jetzt auf der Main Street vom Moviepark Germany. Ich muss sagen, der Song bei der Opening Show gefällt mir echt gut, geht ins Ohr. Tänzerische Einlage jetzt natürlich nicht auf einem Niveau, wie man es von einem Disneyland kennt. Ich finde auch die im Energylandia oder Gardaland etwas schöner. Aber es ist cool, es macht Lust auf den Tag. Und ich finde auch ehrlich gesagt die Main Street hier im Moviepark Germany wirklich schön. Sie ist groß angelegt, passt zum Thema. Passt zum Thema USA und ich bin gerade verwirrt, weil da läuft einfach ein Song, der auch im Disneyland Paris läuft, in The Fantasia Gardens. Ja, so kommt wenigstens ein bisschen Stimmung auf. Es tut mir so leid. Ich freue mich schon, hier zu sein. Es ist ja wirklich schön, aber es ist halt auch immer so, nach ein paar Stunden hier langt es dann auch wieder, wie man Badisches sagt. Ich versuche euch trotzdem schöne Eindrücke zu präsentieren heute. Erste Attraktion des Tages mit nur 5 Minuten Wartezeit, die Van Helsing's Factory und für mich schon unweigerlich das Highlight hier im Moviepark Germany. Und nach bisschen
Kritik, muss ich jetzt wirklich sagen, Top-Abfertigung, richtig viele Wege auf der Strecke. Also wir hatten sogar vor dem Lift einen kurzen Blockstopp, weil so schnell die Wege durchgeballert werden, was natürlich für eine echt kurze Wartezeit jetzt gesorgt hat. Und wahnsinns tolle Attraktion. On-Rides in dem Moviepark Germany leider nicht erlaubt, aber es passiert in so kurzer Zeit so viel und für mich sicherlich eine der Top-Indoor-Achterbahnen, auch wenn sie nicht sonderlich hoch, schnell oder lang ist, aber wirklich gut umgesetzt. Und jetzt geht's in die andere Hälfte vom Moviepark, denn da wartet schon die nächste Highlight-Attraktion, und zwar die Studio-Tour. Jetzt mit der Moviepark Studio Tour gefahren. Das ist eine Indoor-Achterbahn von Intamin, beziehungsweise glaube ich, ich weiß nicht genau, wie es bei Intamin heißt, ich kenne es unter SFX Coaster. Die hat mehrere überraschende Elemente drin, unter anderem eine weiche Rückwärtslounge, ein Turntable hat sie drin, und es ist tatsächlich mehr ein Dark Ride als jetzt richtig krasse Achterbahn. Es ist ein Family Coaster. Leider hat der Onboard-Sound nicht funktioniert, das ist ein bisschen schade. Sonst sind die Effekte super gewesen, auch die Pre-Show hat funktioniert und ja, mega coole Attraktion. Also auch nicht so lang, aber einfach absolut stimmige Story, eine Story, die man auch versteht, weil man durch verschiedene Filmsets fährt, und in dem Fall ist es auf jeden Fall auch eine Attraktion, wo es sehr viel zu entdecken gibt und die definitiv, da kommt sie gerade, hier, die definitiv zur Wiederholungsfahrt einlädt, wenn auch heute der falsche Tag im Moviepark ist, den ich glaube je erlebt habe, denn sonst war hier immer Durchlauf angesagt, heute sind schon Wartezeiten durchaus vorhanden hier. Krass, die haben hier einfach ein Bild von Kilian Mbappé abgedruckt. Und hier ist das Nickland. Und die Dora Wildwasserbahn läuft. Das erste Mal in meinem Moviepark-Dasein, dass die Dora the Explorer Wildwasserbahn läuft. Wahnsinn. Okay, Schaden, viel Spaß. So, mit gar nicht so langer Wartezeit stehe ich jetzt an einer kleinen, aber doch relativ interessanten Achterbahn für die Branche. Denn das hier ist ein Vekoma Junior Suspended Coaster oder Family Suspended Coaster. Und das war eine der ersten Bahnen von diesem Konzept, die gebaut wurde. Steht hier im Moviepark auch auf einer Sohle. Optisch sicherlich kein Highlight, aber durchaus interessant, weil es ein recht neuartiges Zugkonzept auch hatte. Und bei der kurzen Wartezeit kann man es auch definitiv mal mitfahren. Willkommen zurück, einmal abschnallen, dann die Arme nach oben, da gilt recht. So, Excalibur gefahren und meiner Meinung nach wirklich nach dem Umbau eine der stärksten Rafting-Anlagen in Deutschland, wenn nicht sogar auch in Europa.
Leider sieht man der Gestaltung, man darf hier keine On-Rides machen, aber leider sieht man der Gestaltung schon wieder ein bisschen, das sage ich glaube ich in jedem Videoblog hier aus dem Park, dass es halt schon wieder ein bisschen ranzig wird. Also man sieht halt leider diesen gelblichen Bauschaum durchblättern. Das ist schade, weil man die Anlage erst vor ein paar Jahre aufwendig umgestaltet hat. Aber Musik und Gesamtatmosphäre in dem Ding ist schon mega. Und ich habe den Moviepark noch nie so voll erlebt wie heute. Dadurch ist auch mal ein bisschen Leben in diesem Park und es ist nicht so leer. Und man weiß nach 2 Stunden nicht mehr, was man machen soll. Das wird heute nicht der Fall sein. Und hier steht die Stuntshow-Crew. Also es ist ja deutlich mehr Leben im Park. Und ja, man sagt ja immer, Moviepark hat so ein absolutes Assi-Publikum. Ja. Die Leute im Pott sind spezieller, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie die Leute immer sagen, dass man hier Angst haben muss stelleweise. Aber das Halloween Horrorfest, da wurde letztes Jahr zum Beispiel ein Monster zusammengeschlagen. Idioten gibt es überall, in manche Orte von Deutschland mehr, in manche weniger. Aber von daher suchen wir uns jetzt mal was zum Mittagessen und Esse und Moviepark. In dem Fall wird es wahrscheinlich der Subway. Ich hoffe, man kann es essen und ich hoffe, man bekommt keinen Dünnpfiff von. Haben nämlich schon Leute gehört, die davon sich übergeben musste. Also, Gastro- und Moviepark, schwieriges Thema. Subway kann man eigentlich nichts falsch machen. Und die Musik hier erinnert stelleweise sehr an Disneyland Paris. So, von dem, was in den Studios läuft. Aber ja, man wird hier auch die GEMA-Lizenz haben für die Filmmusik. Definitiv. Und jetzt geht's mal rein in Subway. So, Mittagessenszeit und Sub. Ich habe jetzt so ein Subway-Menü genommen mit 1/2 Liter Softdrink und ein großes Sub mit Cookie. 18 Euro ist in Ordnung. Klar, ein bisschen Freizeitparkpreise, wobei Subway, glaube ich, generell auch nicht mehr so günstig ist. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was man hier im Moviepark einigermaßen essen kann, meiner Erfahrung nach. Und ja, danach geht es mal in die andere Ecke, in die frilligere Ecke. Da gibt es ja noch sowas wie Bandit, Ironclaw und natürlich auch Star Trek Operation Enterprise. Und der Highfall fährt heute. Der war bei meinen letzten 2 Besuche tatsächlich außer Betrieb. Und jetzt guter Appetit. Star Trek Operation Enterprise, eine Mack-Achterbahn. 20 Minuten gewartet, voll in Ordnung für das Wetter. Was ich hier jetzt echt mal erwähnen muss, die Abfertigung. Mega gut. Star Trek fährt zum ersten Mal mit 2 Züge. Abfertigung richtig gut, also wirklich richtig schnell, auch jetzt bisher bei allen Attraktionen. Und die Bahn hat mir jetzt in der letzten Reihe doch ganz viel Spaß gemacht. Fährt sich besser, als ich es in Erinnerung habe. Aber so eine Herzensbahn oder ein riesen Favorit von mir wird es jetzt nicht. Also das muss ich schon ganz klar sagen. Es ist ganz nett, aber es ist jetzt für mich keine Bahn, keine Must-Do-Attraktion, um unbedingt hier in den Moviepark zu kommen. Also ich würde es jetzt nicht vermissen, wenn es nicht hier stehen würde. Aber ja, so hat jeder seine Geschmäcker und jetzt schauen wir mal uns weiter hier im Freizeitpark um. Ibus eingeschmissen, Kopfschmerztablette, Präventionsarbeit geleistet.
Jetzt geht's auf den SOC hier in Movie Park. Iron Claw sollte ja eigentlich mal Lucky Luke the Ride werden. Hat man dann während Corona umlackiert. War ja davor, glaube ich, auch so weiß-silber. Jetzt erstrahlt sie in einem frischen Braun. Frisch ist aber das Einzige an der Bahn, ist die Farbe. Denn sonst ist ein ganz normaler Vekoma SLC, der sogar noch ziemlich schmerzhaft ist. Ich habe keinen Bock drauf. Es gibt Dinge und Achterbahnen, die definitiv Verbote gehören. Und nicht nur Verbote, sondern auch einfach verschrottet oder so. Also ich bin ja im Sommer den im Walibi Belgia gefahren, Vampire, fand den schon schrecklich. Der ist noch mal schlimmer. Also der schlingert richtig an manche Stelle. Also da schlägt der Kopf nur hin und her. Ich weiß nicht, was man den Dingern abgewinnen kann. Ich fand sogar die neue Generation im Energylandia kacke dieses Jahr. Und von daher bin ich jetzt einmal gefahren, weil meine Bekleidung in den Kauen gebraucht habe. Ich frage mich immer wieder, warum ich in die Scheißdinger einsteige. Also wirklich, es soll ein Gesetz geben, dass die Dinger verschrottet wären. Das wäre wenigstens mal was Sinnvolles. Und zwar europaweit. Europaweit. Jeder SLC muss durch einen neuartigen Vekoma Suspended Thrill Coaster ersetzt werden, weil das... Also, da kann der Moviepark dafür nichts, weil die Dinger fahren sich generell kacke, aber das war schon ganz schön räudig. Hier auf dieser Fläche stand übrigens mal so ein Jetskis-Karussell von, ich glaube, Zira, Vertriebe werden die ja von Sunkit oder Hege. Bisschen kompliziert. Und in jedem Park oder in fast jedem Park steht so ein Ding. Egal ob Legoland, Holiday Park, Freizeitpark Blohn, die gibt es auch in viele Kleinparks, Prepelthüste und so weiter. Hier im Moviepark muss das abgebaut werden, weil ich meine, mich zu erinnern, gesagt wurde, das Ding wäre durch, es hätte keine Ersatzteile mehr. You kidding me? Das steht in gefühlt jedem Park und Sierra baut die Dinger auch noch. Oder das Ding ist so runtergerockt gewesen, wie dieser ganze Bereich hier einfach komplett runtergerockt ist, dass man es halt irgendwie abreißen musste. Weil wenn ich so in das Wasser gucke, da will ich nicht reinfliegen. Also, nee, also dieser Bereich hier, Santa Monica Pier. Ich hoffe, dass da irgendwann mal was anderes kommt. Zumal man hierfür halt wirklich eine der wohl damals beste Achterbahne oder die beste Achterbahne abgerissen hat. Cop Car Chase, ein Intermin Dueling Coaster mit Inversionen. Und das verzeihe viele, glaube ich, bis heute nicht im Moviepark. Und ja, dementsprechend genug aufgeregt. Jetzt geht's mal wieder zu was richtig Gutem. So, Area 51, die Wasserbahn, Wildwasserbahn ist eigentlich nicht direkt, hier im Moviepark mit zwei Abfahrten ist von Intermin eigentlich der Urbestand vom Moviepark Germany. Richtig gute Attraktion, es ist so mehr Dark Ride, hat zwei Abfahrten, die ich eigentlich nicht so nass in Erinnerung habe. Wir fahren zweimal runter und zweimal eine riesige Bugwelle ins Boot. Also ich bin jetzt schön erfrischt. Gott sei Dank hat es hier auch Mitte September über 25 Grad heute. Mega Attraktion. Also macht richtig Spaß, richtig coole, mystische Stimmung in dem Ding. Und eines meiner unweigerlichen Highlights hier im Moviepark, definitiv. Also das ist schon echt cool. Und es gibt hier halt auch wirklich, muss man echt sagen, schon ein paar Attraktionen, für die es sich auf jeden Fall lohnt, in diesen Park zu kommen und die auch wirklich echt gut gemacht sind.
Ich habe jetzt mal eine Frage. Wenn man eine Beschleunigungsachterbahn mit diesem Gemüse hier besetzt, ist es dann Lauchcoaster? Für mehr dumme Witze folgt mir auf Insta. Ja, nach der Parade sind wir jetzt nochmal mit Van Helsings Factory gefahren und das war richtig kurios. Wir sind gerade aus der Station raus, hatte die Anlage eine Sicherheitsabschaltung, die ging aber 5 Minuten. Man hat es ein bisschen im Hell gesehen, weil die Werksbeleuchtung dann anging und wir saßen da wirklich jetzt 5 Minuten drin. Sind in die Schlussbremse rein, standen direkt 2 Rettungsassistenten, also so Rettungssanitäter vom Erste Hilfe da, Techniker, gleich gefragt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Zur Erklärung, wir hatten eine Sicherheitsabschaltung, brauchen Sie irgendwas? Und der Techniker dann so, Sie dürfen auch nochmal fahren. Und das muss ich sagen, also heute, so ja, trotz, dass der Park gut besucht ist, er ist jetzt nicht überfüllt, aber die Wartezeiten sind schon so bei 30 bis 50 Minuten. Die machen einen guten Job heute. Also es ist auch so generell im Park sauber, finde ich. Es ist sehr gut von der Abfertigung, das habe ich ja schon gesagt, Mitarbeiterfreundlichkeit fällt mir heute super positiv auf. Und das sind alles Erfahrungen, die ich die letzten Jahre nicht so gemacht habe im Moviepark. Also da war es auch deutlich leerer, aber ich hatte immer so den Eindruck, die Mitarbeiter hier haben keinen Bock. Es wird mit niedriger Kapazität gefahren und generell hat man hier eigentlich keine Lust, den Park zu betreiben. Und heute überrascht es mich halt komplett und finde ich schon cool. Und wir verlassen jetzt den Park für heute. Morgen geht's weiter mit Tag 2. Es kommen ja noch ein paar Sachen wie Bandit oder die Sache im Nickland und natürlich auch nochmal Wiederholungspfade. Und wir schauen uns auch noch die Red Carpet Stunt Show an. In dem Fall, für mich geht's jetzt raus und für euch geht der Videoblog jetzt gleich weiter mit dem zweiten Tag im Moviepark. In dem Fall, cut und goodbye und bis morgen. Willkommen zurück an Tag 2 hier aus dem Moviepark Germany. Heute ist Großkampftag, es ist Stau bis zur Autobahn. Ich hätte niemals gedacht, dass der Park an diesem Wochenende so voll ist. Aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, durchwachsenes Frühjahr. Und wenn im September einmal Wochenende über 20 Grad hat hier im Ruhrgebiet, eskalieren die Leute komplett. EP war ja gestern auch komplett überfüllt. Also von daher, hoffe ich, dass wir heute die restlichen Attraktionen trotzdem noch gut schaffen. Und wenn nicht, im Zweifel, im allergrößten Notfall hätten wir noch mal den ganzen Tag hier heute. Also von daher hoffe ich, dass der Tag gut wird und wie gesagt, ich habe den Park zuletzt zu Warner-Zeit so voll erlebt und jetzt geht's auf in den Tag 2 hier im Moviepark Germany. Wir fahren jetzt die Wilde Maus von Mack Rides und ich finde auch hier die Abfertigung und die Kapazität Wahnsinn. Wenn man sich das Ding anguckt, das sind ständig Wäge unterwegs. Allein in der Station stehen jetzt 3 Wäge und wenn man hier die Anlage anguckt, da ständig Bewegung sind, glaube ich, 3 Wäge auf der Strecke. Jetzt wird der 4. losgeschickt, also muss man schon sagen, fahre schon kapazitätsmäßig an diesem Wochenende einen guten Job.
zwei Counts abgehakt, Backyardigans Mission to Mars und die Mack Wilde Maus SpongeBob Ghost Chasers. Und schaut mal, was ich die ganze Zeit kritisiert habe, wurde behoben. Zumindest auf der ersten 3 Meter, danach sieht es genauso ranzig aus. Die Bahn wurde komplett neu gestrichen, übrigens auch der Vekoma Junior Coaster Backyardigans. Und er strahlt jetzt in einem schönen Blau. Gefällt mir, also muss man wirklich sagen, das macht halt echt was her, wenn so eine Bahn ein bisschen einen Anstrich bekommen hat. Und ja, die Fahrt war heftig. Keine Bremse irgendwie an, das hat jetzt einen durchgescheppert und gefühlt sind halt da 10 Wege unterwegs. Also echt top und ich denke, jetzt geht's nochmal zur Studiotour und danach in den Paw Patrol Adventure Bay. So, Paw Patrol Bereich, überlaufe ohne Ende und bei dem Ding frage ich mich ja immer, man baut einen Bereich für Kinder, wo die ihre Seriehelden sehen können und dann hat man hier so eine Rutsche und baut die als Modell in den Bereich. Ja, ich verstehe es halt nicht, weil das ist doch das, wenn Kinder in so einen Bereich kommen, die wollen doch das Signature-Ding machen, wenn die Hunde da in der Serie runterrutschen. Rutschen die Hunde in der Serie da runter? Ja, okay, ich muss mir gerade noch mal eine Meinung einholen und dann baut man da einfach so ein Modell hin, die Kinder sehen das und stehen da vorne und dann nur, oh, können nur drauf. Also ja, ist jetzt sicherlich eine aktuellere Lizenz, weil ich glaube ehrlich, Dora the Explorer und Backyardigans, das kennt doch kein Mensch mehr. Von daher ist cool, wie man sieht, es kommt gut an, aber ja, ich halt mit wenig Budget schnell eine Lizenz reingeklatscht und ja, mich stört es jetzt nicht, für Kinder ist cool, aber das, also da hätte man was Richtiges bauen können. So, jetzt geht's auf den Highfall. Der fährt endlich mal wieder, sonst hat er bei mir immer eine technische Störung. Ein massiver Gyro-Drop Tower von Intermin, 60 Meter hoch und schlägt einen Mann gut auf die Eier. Also wenn eine Attraktion einem wirklich auf die Nüsse geht, dann ist die. Und zwar wortwörtlich, es tut schon gut weh. Und wir hören uns jetzt gleich mal die technische Raffinesse von diesem Ding an. Das bremst gefühlt in 5 Metern komplett auf null runter. Das Ding ist einfach so massiv und das Krasse ist, eben wie ich schon erwähnt habe, man sitzt da nicht richtig drin, sondern das sind so Sitzschale, auf denen man wie auf so einer Art Fahrradsattel sitzt. Und dieses Catchcar, das ist so massiv. Wir starten die Fahrt. Das Herausholen von Handys, Kameras oder anderen losen Gegenständen führt aus Sicherheitsgründen zu sofortigen Abbruch der Fahrt. Und jetzt viel Spaß auf 60 Meter Höhe. So, also es handelt sich hierbei um einen Gyro Drop Tower von Intermin mit 2 Besonderheiten, stehende Sitze und eigentlich einer Kippfunktion und meiner Meinung nach einer der intensivsten Drop Tower von Intermin, die man so kennt. Der Wind einfach. Wow. Also Highfall ist der ultimative Beweis, dass es bei einem Freefall Tower nicht auf Höhe ankommt. Und ich frage mich, warum der so heftig ist, weil eine Fallgeschwindigkeit und die Erdanziehungskraft ist ja eigentlich immer dieselbe. Also das heißt, jeder Gegenstand müsste ja eigentlich gleich schnell beschleunigen im freien Fall. Aber da fühlt es sich halt irgendwie so an, als würde die Gondel mit dem Doppelten der Erdanziehungskraft runtergezogen werden durch die Sitze. Manchmal ein bisschen schmerzhaft, seht ihr auch jetzt gerade in der eingeblendeten Aufnahme, wenn da halt ein erwachsener Mann drauf sitzt mit ein paar mehr Kilos. Drückt schon gut auf die Genitalien, muss man jetzt echt mal so erwähnen. Und ja, aber saugeile Anlage, also wirklich für mich
so der heftigste Freefall Tower vom Falle her und ganz weit über diese Funtime-Türme, definitiv. Da bringe auch die doppelte Höhe wie beim Highlander das so nichts. Das Ding ist einfach geil. Und jetzt geht's zu einer Achterbahn, die wir gestern noch nicht geschafft haben, und zwar zum Bandit, der erste Holzachterbahn in Deutschland und der Publikumsliebling hier im Moviepark Germany. Bandit gefahren mit 10, 15 Minuten Wartezeit. Also mich überrascht es ein bisschen. Ich frage mich immer, wo die ganzen Leute hier hingehen im Park. Ja, Layout richtig geil, richtig cooles, altes amerikanisches Holzachterbahn-Feeling. Aber ich muss jetzt mittlerweile mir auch eingestehen, die fährt sich wie Rotz, die Bahn. Also eine richtig miese Holzachterbahn, und dem Ding kann man eigentlich nur zwei Sachen wünschen. Es tut mir jetzt leid, dass ich das so anspreche. Entweder es verfault und kracht irgendwann zusammen, oder RMC bietet dem Moviepark an, das Ding umzubauen. Das wäre das Beste, was dem Teil passieren könnte. Das ist ja absoluter Schmutz. Also ich habe jetzt auch echt ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ich saß jetzt auch auf der Achse in der Mitte. Es ist eine coole Bahn. Es wäre eine coole Bahn vom Layout und allem, aber die Fahreigenschaften heute. Ja, Flugzeug. Ja, eher semi-gut. So, Mittagszeit hier im Moviepark Germany, und der Verkehr heute Morgen hätte es nicht erwarten lassen, aber in diese knappe 3 Stunden sind wir jetzt schon richtig gut durchgekommen, sind nochmal Star Trek gefahren mit einer mega krasse Abfertigung, also ich kenne das Ding eigentlich nur im Einzugbetrieb, und jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema hier im Moviepark, Essen, dieses Mal die Asia Box, bin mal gespannt, wie sie schmeckt, und werde jetzt mal hier live probieren, sie ist mit Erdnusssoße und Hühnchen. Ja, also ich muss es nicht direkt wieder ausspucken. Es schmeckt ganz gut. Mal gucken, wie es mir in der Stunde geht. Ich hatte ja mal von Van Helsing's Club Buffet die Ultramark-Verstimmung. Aber es ist jetzt nicht schlecht, also kann man durchaus essen. Also hätte es was Schlimmeres erwartet. Gerade noch mit dem Topspin gefahren, ist jetzt kein Vergleich zu Talukan. Also Talukan deutlich heftiger, sehr entspannte Fahrt. Hört sich auch ein bisschen so an, als würde er auseinanderfallen. Aber ja, war ganz witzig. Und jetzt geht's zum Abschluss der 2 Tage im Moviepark noch zu einem für mich wahrscheinlich Show-Highlight. Und zwar gibt es hier im Moviepark Germany eine Stunt-Show. Da wurde die Kulisse komplett neu gebaut. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie mir dies so gefällt. Stunt-Show kann cool sein, kann aber auch einfach nur ein Hin- und Hergeheizes sein. Kommt immer ein bisschen auf die Story an. Aber es ist, glaube ich, hier im Moviepark nicht wegzudenken, diese Stunt-Show. Damals schon zu Warner Brothers Zeiten noch mit dem ferngesteuerten RC-Helikopter. Fand es als Kind halt mega geil. Und deswegen würde ich mir die jetzt natürlich auch noch gern zum Abschluss anschauen. Dieses Set hier wurde übrigens, glaube ich, vor 1 oder 2 Saisons komplett neu gebaut. Also man hat es komplett abgerissen. Und ja, erster Eindruck, muss ich sagen, sieht optisch schon nach einem coolen Set aus. Und die Tribüne ist wirklich riesig. Also man sieht an vielen Attraktionen hier,
dass man den Park damals wirklich sehr groß geplant hat mit vielen Besuchern. Und ja, dann hatte Six Flags oder Warner keinen Bock mehr und jetzt ist halt der Movie Park und Golden Sam Award heißt die Show. Ihr habt jetzt ein paar Eindrücke gesehen, nicht alles. Ich muss sagen, fand sie ziemlich cool. Besser als die letzte Stuntshow, die ich hier im Moviepark gesehen habe. Hat auch wieder so ein bisschen eine Story und baut halt auch so ein bisschen auf dieser Studio-Tour auf. Man sieht die Charaktere da draus. Und ja, eine Stuntshow besteht ja im Prinzip immer aus dem selben. Aber ich fand auch gut, dass man Pyro-Effekte eingesetzt hat. Relativ viel Action in der kurzen Zeit, also definitiv nicht schlecht. Natürlich immer schwer, eine Story da irgendwie zu implementieren. War in Ordnung, aber coole neue Kulisse auf jeden Fall. Und eigentlich ganz witzig, auch mit der Anheizung davor, also mit der Stimmung. War cool, definitiv. Das war's von mir aus dem Moviepark Germany und ich habe es tatsächlich mal überlebt, 2 Tage hier zu verbringen, hätte ich von mir im Leben nicht gedacht, aber man muss auch so fair sein und jetzt wirklich auch mal sagen, ich habe ja in meinem letzten Videoblog gesagt, hier zieht mich die nächsten 2-3 Jahre nichts mehr hin und nach 3 Jahren war es jetzt auch mal wieder echt schön in diesem Park zu sein. Das Wetter war nicht grau, es war ein bisschen was los, es gab mal wieder Entertainment und auch insgesamt muss ich sagen, hatte ich dieses Wochenende die beste Moviepark-Experience, die ich seit langem hatte. Der Park hat mich eigentlich zu nur wenige Zeitpunkte, vielleicht am ersten Tag morgens oder auch so zwischendurch, immer mal wieder ein bisschen angepisst, aber nicht so durchgehend, wie er es sonst gemacht hat. Und ich muss sagen, sage ich jetzt immer, man ist hier auf einem guten Weg, wenn man das hält und jetzt immer weiter guckt, dass man vielleicht so ein paar hässliche Altlasche wie der Santa Monica Pier oder auch die Ecke hinter bei Bandit noch ein bisschen anpasst auf das restliche Niveau, dann hat man hier einfach eine coole, ja, ein cooler Freizeitpark. Die Main Attractions sind allesamt gut gemacht, sind riesig stelleweise, habe tolle Storylines, super Soundtracks hier. Und was mich am meisten überrascht hat dieses Wochenende, war wirklich jetzt auch die Sauberkeit. Es war hier sehr viel los, Sauberkeit und Abfertigung war top. Und in dem Fall muss ich sagen, habe ich jetzt durchaus ein bisschen einen anderen Eindruck vom Moviepark. Und ja, ob es jetzt ein Herzenspark oder Top-10-Park von mir ist, ich weiß es nicht. Dafür hänge ich zu sehr am alten Warner Bros. Movie World, zu sehr an der Erinnerung, aber vielleicht ist die Erinnerung auch krasser, als es heute wirklich gewesen wäre. Also der Movie Park, der Warner Bros. Movie World Park. Und in diesem Sinne war es das jetzt von mir mit einem echt ausführlichen Movie Park Germany Videoblog. Und bis dahin bleibt dran. Ciao.